von seiner ganzen Vergangenheit? Wenn ja, wie? Der Bruder fragt, kann ich bezüglich meiner gesamten vergangenen Sünden eine aufrichtige Taube machen? Und wenn ja, wie? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Wege zu der Reue offen gelassen. Allah azza wa jalla sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ihr, die ihr glaubt, bereut bei Allah eine aufrichtige Reue. Dieses bedeutet, dass Allah von uns fordert, dass wir bei ihm bereuen. وَمَنْ لَمْ يَتُوبِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und derjenige, der dann nicht bereut, so sind diese die Ungerechten, sagt Allah Azza wa Jalla. Deswegen, ein Muslim muss bereuen. Und je mehr er bereut am Tag, umso besser ist sein Zustand, bi'idhnillah ta'ala. Wenn einer aber eine Zeit lang gesündigt hat, in einem Sündentrott gesteckt hat, 5 Monate, 8 Monate, 1 Jahr unentwegt gesündigt hat, er kann sich nicht mehr an die Sünden erinnern, so hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein wunderschönes Bittgebet beigebracht. Die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Er sagte, Allahumma ghfirli dhunubi diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha. O Allah, vergebe mir alle Sünden, die großen davon und die kleinen. Die ersten und die letzten, die ich im Privaten gemacht habe und im Öffentlichen. Dieses ist eine vollkommene Art und Weise, wie du bi'idhnillah ta'ala von allen Sünden gereinigt wirst. Mit der Voraussetzung, dass man auch auf dem Weg Allahs azza wa jalla befestigt bleibt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Und ganz gewiss bin ich allvergebend zu demjenigen, der bereut, glaubt und Gutes tut und daraufhin auch auf diesem Weg bleibt. Was ist das Maßgebliche? Viele Leute bereuen, Achil Karim. Aber was vergessen sie danach? Auf diesem Weg, ثُمَّ اهْتَدَى, auf diesem Weg zu bleiben. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.